Heute geht es für die Nummer 160, Sönnige und Gericht von Renske Kutte. Die Zeit im Gelände, 8 Minuten, 5 genau, also können Sie mal sich sehr freuen, alles klar. Wenn wir schon mal auf Gut Weierhof sind zur internationalen Vielseitigkeit, dann möchte ich auch mal die Chance nutzen und Ihnen vorstellen, die Brüder Vogt, den Anfang machen wir mit Christian Vogt. Vorweg möchte ich aber sagen, die Gebrüder Vogt, drei an der Zahl, sind in der dritten Generation jetzt in der Vielseitigkeit erfolgreich unterwegs. Der Großvater, die Mutter und jetzt ihr. Christian, würdest du dich mal kurz vorstellen und was mich interessiert, machst du beruflich die Reiterei auch oder wenn nicht, was machst du? Also ich bin 23 Jahre alt, beruflich studiere ich, wenn man das beruflich nennen kann. Das Reiten, das ist für mich ein absolutes Hobby. Ich habe ein Pferd, mit dem ich mitreite und bin ganz glücklich, dass ich mit dem noch mithalten kann. Aber beruflich möchte ich es nicht machen und möchte mein Bachelorstudium jetzt mal zu Ende bringen und dann irgendwo in die Wirtschaft. Also studierst du BWL und dann... Richtig, ja. Mit dem einen Pferd warst du jetzt auch hier platziert in der langen Zwei-Sterne-Prüfung. Du bist 2 Sterne, 3 Sterne auch schon unterwegs. Wie ist die weitere Planung? Ja, jetzt 2 Wochen fahren wir nach Marbach. Da werde ich dann mal wieder probieren, die 3 Sterne zu reiten und dann mal schauen, wie es da läuft. Vielleicht fahren wir nach Holland, nach Lenzwoude oder ja, dann, wie es dann genau aussieht, weiß ich nicht. Vielleicht Brill da mal noch, Schenefeld und träumt sich dann natürlich von Buckelow. Das ist ein sehr guter Traum. Das wird Franz von Meggelen, der ja hier auch zu Gast ist, sehr gerne hören. Ja. Okay, vielen Dank, Christian. Dann sehen wir uns in 2 Wochen in Marbach und dann weiter. Toi, toi, toi. Alles danke. Lord Telefield, Lord Telefield, Mattiai Maschini für Italien, ohne Fehler, Wehmen ist 16. Rot ist Blumentreffer. On fire, the water is 6. Copy from 10, very good. Now the out. An meiner Seite jetzt der zweite im Bunde, der Brüder Vogt. Bist du der mittlere eigentlich? Genau, ja. Felix Vogt, vielleicht stellst du dich auch mal kurz vor erst. Also ich bin 21 Jahre alt, komme aus Deutschland, bin aber reit für die Schweiz. Habe jetzt die Bereiterprüfung gemacht letzten Oktober, möchte jetzt in 2 Jahren noch die Maischeprüfung machen und dann vielleicht was anderes. Also im Moment gerade reite ich sehr viel und fahre von Turnier zu Turnier. Du hast gerade eben das CCI 2 Sterne gewonnen mit Onfire. Onfire, ein ganz besonderes Pferd für euch auch. Ja, das ist ein selbstgezogener von meinem Opa. Und ja, das ist natürlich schon was Besonderes. Also wenn man zu Hause erstens gewinnen kann und dann noch mit einem eigengezogenen Pferd, und der nicht immer ganz einfach war, natürlich. Schon eine tolle Sache, ja. Wie sind die weiteren Pläne? Jetzt gehe ich vielleicht, das müssen wir jetzt nach dem Turnier noch besprechen, dann geht der vielleicht Marbach, die 3 Sterne. Oder sonst erst Streggom. Und die anderen 2, wo ich hier eine 1 Sterne habe, die gehen nochmal Marbach und dann auch Streggom. Du bist bei keinem ganz unbekannten Reiter im Stall schon seit einem Jahr jetzt, bei Michael Jung. Wie gefällt es dir da? Also sehr gut. Also es ist nicht das Übliche, also es ist wirklich nett, lockerer Umgang, alles mit Spaß gemacht und trotzdem klare Linien, aber man sieht auch, von letztem Jahr war ich einen Monat da, da lief es auch schon gut. Aber jetzt dieses Jahr, da hat sich noch mal viel verändert. Jetzt habe ich mal einen hier, den ich fragen kann. Macht der Michael eigentlich auch Fehler beim Reiten? Ich denke schon, ja. Welchen fragen wir jetzt nicht, damit die internationale Konkurrenz sich nicht... Nee, ich denke, jeder macht Fehler. Aber die kann er, glaube ich, ganz schnell korrigieren. Gut, Felix, vielen Dank. Dann sehen wir uns wahrscheinlich in Marbach auch.
und dann toi 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 für die weitere Saison. Jetzt an meiner Seite der dritte Bruder, der jüngste, Ben Fock. Du bist auch schon neben Reitensperr aktiv hier am Turnier am Helfen, sieht man, ja? Ja, ich meine, da muss jeder anpacken, damit es so auch möglich ist, sowas aufzustellen. Ben, würdest du dich kurz mal vorstellen, Alter und was du beruflich machst oder Ausbildung? Ja, ich Ben Fock, mein Name. Ich bin 19 Jahre alt, habe jetzt dieses Jahr mein Abi gemacht, hier in Singen am Hegau-Gymnasium. Und möchte jetzt erstmal ein Jahr aussetzen, beziehungsweise ein bisschen auf Reisen gehen und so. Und auch natürlich mich auf die Reiterei konzentrieren. Und danach möchte ich gerne mit einem Maschinenbaustudium anfangen. Du warst auch schon erfolgreich in der langen Zwei-Sterne-Prüfung. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Wie sieht es sportlich aus? Wohin geht der Weg in diesem Jahr und generell? Dieses Jahr ist auf jeden Fall mein Ziel, lang drei Sterne am Ende vom Jahr zu reiten zu können, mit egal welchen von meinen drei Pferden. Und jetzt fangen wir da an in Marbach in zwei Wochen mit dem kurz drei Sternen. Und mal gucken, wie es läuft. Du hast gesagt, ein bisschen auf Reise gehen. Gibt es da schon Ziele? Ja, ich habe mit drei Freunden aus meiner Schule möchte ich durch Nord- und Mittelamerika so einen Roadtrip machen. Während der Saison oder danach? Nee, danach. Also wir wollten im November starten und dann zweieinhalb Monate. Ja. Also wirst du erstmal reiterlich aktiv sein? Ja, genau. Ja. Die Saison voll reiten und dann danach. Gut, vielen Dank, Ben. Dann sehen wir uns auch in Marbach in zwei Wochen und dann wünsche ich dir toi toi toi. Ja, danke. Dankeschön.